Was ist denn hier mal mit, mit? Ja, ich weiß nicht, so andere schöne Maps. Oregon. Chalet hatten wir schon ewig nicht mehr. Chalet ist auch, ja. Oregon hatten wir auch schon lange nicht mehr. Oder sind die jetzt beide aus dem Casual Map Pool raus? Nee, wir hatten Chalet schon die Season, meine ich. Und auch Oregon hatten wir ja, schon. Ja, Oregon vor ein paar Tagen erst. Meine ich. Ich verstehe das alle. Das übersteigt meinen Horizont. Und die beiden Schnecken laden sich ja wieder zu Tode. Nein, das Spiel wusste nur, ich habe mir was zu trinken angeschüttet. Jetzt habe ich gerade meine Hand wieder auf die Maus gelegt und war fertig geladen. Ja, ja, ja. Sehr praktisch. Oh, das tut mir aber leid. Also im Futterraum sind sie auf jeden Fall schon mal. Ja, und wieder rum. Durchgefahren, wie kann denn da was sein? Ja, du musst die Augen aufmachen. Ach so, das wusste ich nicht. Sagt mir ja auch keiner. Putz mal deine Brille. Ja, das ist übrigens voll die gute Idee. Das ist kein Witz. Habe ich heute noch gar nicht. 10 seconds to insertion. 5 seconds. Bin Fisch. Proceed to bomb location and defuse it. Der Kapkan. Wer kann, der Kap kann. Das du muss er. Ey, Gunnar hat einen Clown gefrühstückt. War zum Frühstück noch gar nicht wach. Ich kenne das Gefühl. Ich auch nicht. Ich habe auch leicht verschlafen. Bis 11:30 oder so. Um 11 war, bin aber erst um 12 irgendwie mal aus dem Bett gebrochen. Also, ja, am Anfang ist direkt keiner. Der Bombenraum B ist frei. Guck mal, ich versuche mal reinzukommen. Einer ist in Train, Kapkan ist in Train. Ich plante. Claymore. Da kam einer. Guter Tipp an Kapkan mit Trains. Ist er bei dir, Bruno? Ja. So schön. Ach Gott, ich hab keinen Gulasch! Nee, ich war ja draußen am Fenster und wusste, wenn du sagst, Trains, dann kommt der da lang, wo ich hing. Wo ich hängen geblieben, da kam er. Schön Header kassiert. Das war so einfach. Geil. Ich renn rein und jemand sagt der Marc, oh, Kapkan in Trains. Ich sag, alles klar. Renn weiter und dann knallt's bei mir an der Tür. Ich denk, ach, Kapkan! Voll geil. das ist so schön, ey. Man nimmt die aber auch nicht für voll, weil sind wir ehrlich, ich habe jetzt 30 Schaden gekriegt oder so. Ja, du kannst euch drei durchrennen, ohne zu sterben. Das ist echt. Die sind so lächerlich. Ne? Die müssten ohne Laser und tödlich. Das war von Anfang an die sinnvolle Kombination. Und irgendwie auch nicht Wobei so viele. Hibana 39 kann eigentlich nicht sein. Du bist doch 3 Speed, ne? Ja und? Weil wenn ich da manchmal durchrenne, dann habe ich nur noch irgendwie 49 Leben. Also du kannst mindestens, also du kannst mit jedem Operator durch 2 durchlaufen, auf jeden Fall, ohne zu sterben. Es kann sein, dass die dritte nur bei den Speed 1 oder so noch hält, aber die sind lächerlich, die Kapkan-Fallen sind lächerlich. Die sind wirklich nur ganz zum Ende, wenn schon alle angeschossen sind oder so, dann können sie mal noch was bewirken, ansonsten sind die für den Arsch. Wenn sie alle vor Panik reinpissen, weil sie ganz oben sind. Ich bin auch schon reingelatscht. Was aber, das war ja das Problem, dass... Passt auf, den dritten Störsender, mute. Er sagt's noch. Ja, ich hab's nicht wirklich. Du bleibst da oben echt hängen. Oh Gott, ey.
Ich dachte, entweder ich schaff's oder ich fall runter. In beiden Fällen. Alter. Junge, ey. Wie lange rennt ihr denn jetzt da draußen rum? Ich hab wieder gerade die Bohrmaschine gehört. Oh, ich habe wieder einen Diffuser, das ist aber schön. Ich könnte hier droppen und könnten. Ja, mach ich auch. Ich kann in der Dings kann ich planten eigentlich in der. Boah, fuck, Treppe ist einer. Unten ist einer. Oh Gott. Und jetzt? Oh. Der liegt auch ein bisschen ungünstig, ne? Ja, der liegt immer oben schon. Nice! Sehr gut. Ein Zigarrenlauncher ich irgendwo ein, oder? So die Richtung. Finde ich, pass auf, dass du keinen Drehbaum mehr machst. Ja, Chef. Du kreist nie, du kreist. Ja, Kapkan ist hier vorne direkt im Türrahmen. An der Zigarrenlounge. Es ist weiter weggelaufen. Na und jetzt? 2 Gegner. Von unten, der ist unten, ist der. An der gefährlichen Treppe war der. Ah, scheiße, in der Bar. Ups. Hinter dir. Musst du mal so früh wie möglich Starre da zerschlagen, das ist, ich hab den gar nicht geschnallt, tatsächlich. Ich hab ihn die ganze Zeit gesehen, aber nicht registriert. Das dauert aber 100 Jahre, bis man da durch ist, ey. Ja, wirklich. Aber das ist eigentlich sowieso, Stacheldraht ist eigentlich so ein Ding, das schlage ich auch weg, wenn wir es in der Verteidigung haben oder so. Das stört immer nur mehr, als es hilft. Kamin und... Ah, Schienenraum. Okay. Ich geh mal Luke dich mal, Mädels.
5 seconds. Device primed. Keep an eye on door. Bomb located by Op 4. Sehr schön. Das war bestimmt Igel. Ready. EDD prime. Okay. That's clear. Kühlschrank unten im Saal gemacht. Ja, scheiße haben sie. Das ist so, die wissen sofort, wo man hinschießen muss, ne? Genau der Typ hat mir auch. Sind da noch mehr im Kühlschrank? Weiß ich nicht. Ja, fuck du Kaibi, ey. Vor dem Café, ey. Genau in dem Moment, ey, wo der scheiß Alarm losgeht. Kameras sind gehackt. Finca lief gerade durch die große Halle. Oh, ein Ping ist er. Gut. War da gerade der Diffuser? In Reading war auch noch jemand. Okay. So, jetzt wieder ein Ping, das war mal. Sag mal immer dazu, in welchem Raum, weil Ping keine Zeit machen, Ping zu suchen. Immer, immer große Halle. Ah, scheiße, ja. Der hat einen Diffuser gehabt. Die ist ausgerutscht. Ich hab deine Bananenschale fallen lassen, tut mir leid. So. Schön in den Hinterkopf. Ja, es ist uns schon häufig aufgefallen in den letzten Tagen, dass die Leute Diffuser selten holen und selten beschützen. Also das ist, ja. Und dann in der letzten Sekunde merken, weißt du, Objective-Form eingenommen, keiner mehr da. Scheiße, kann ich machen. Und dann ist so ein Diffuser-Rennen. Ja, dann haben sie meist keine Zeit, dass sie einfach nur hirnlos hinrennen können. Ja. Nochmal die gleichen Objective-Räume. Danke. Mhm. Tja, auf den Schluck. Das war mein letzter Vigil. Mhm. Hex! Secure the bombs. Ich habe die Ops im Oscar. Action. Ambush is there. Stay clear.
Ah. Oh, hi. Hi. Sehen wir an. Okay, kannst du machen. Küche. So, den Typen habe ich schon mal. Der hat mich fast noch gehabt, ey. Ach, natürlich, ey. Am Arsch. Am Arsch. Das ist die gefährliche Treppe, IQ. Das war aber nöck. Sah aber aus wie IQ. Hier unten ist auch noch jemand. Bei mir. Setting Needle Candy. Also oben in der Anzeige ist gerade nöck gestorben. Stimmt. Vielleicht wurde die da zur gleichen Zeit irgendwo anders geschossen. Das kann sein. Die Kameras gehackt? Keine Ahnung. Aber eben waren es noch nicht. Ja, jetzt schon. Da ist ja jemand auf dem VIP-Durchgang in EG. Oh, Doki hat mich hier unten gekriegt. Am Kühlschrank. Spät meine Legion fallen weg. Da. Bring ich mal ihren Schädel weg. Nice, nice, nice. Immer noch zwei. Das war gar nicht Doki. Stimmt. Das war Doki, oder? Nee, auch nicht. Das war Doki. Das war Doki. Schön. Alter! 10 Kills, ey. Ich bin 10 Kills überfallen. Gut. Voll unfair. Alter, die kommen aber alle so angerannt. Pure Notwehr. Das war ein Ace, ne? Du hast ein Ace gemacht. Echt? Ja. Die drei auf der Treppe eben, dann die gefährliche Treppe. Ne, 4. Ja, du hast 4 getötet. Ne, warte mal, 5? Die drei auf der Treppe eben und dann auf der gefährlichen Treppe IQ. Oder irgendwas. Ja, ich hab Ash getötet. Nein, war doch kein Ace. Entschuldige. Ja, ja. Kurz sagen. Ash war nämlich so lustig und ist unten die Außentür am Kühlschrank unten weggeschlagen und ist dann reingekrochen. Weißt du? Die hat aber diesen grünen Anzug von IQ angehabt. Das kann nicht ein Nöck gewesen sein auf der gefährlichen Treppe. Also es wäre sehr komisch. Dann war das in dem Fall schlechtes Timing mit der Anzeige oben. Aber dann muss irgendwer anders Nöck erschossen haben. Und wenn du Ash in der letzten Runde erschossen hast, kann er auch nicht sein dann. Nee, die Gunnar, du hast schon Nöck getötet. Die hat noch mehrere Outfits. Ja, aber hat die so ein Outfit, was aussieht wie IQ? Ja, mittlerweile hat die doch bestimmt so weit auf. Warte mal. Aber das war so ein ganz grüner Anzug. Also ganz, ganz viel IQ einfach. Wo ist denn die? Ganz viel IQ. Aber IQ ist eigentlich eher gelb, oder? Ganz viel IQ im Außen. Ja, diesen, wie auf dem Elite-Skin, nee, dieser grüne Anzug, weißt du? Aha. Ach, sowas, warte mal. Trainingsanzug, meinst du? Ja, ja. Also sowas hat Nöck zumindest nicht, aber aber Nöck Elite-Skin gibt's nicht, ne, oder? Nee. Keine Ahnung. Muss ich mir nochmal angucken in der Aufnahme.